herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Und dem Jürgen Racex, Dark Racex YouTube. Hallo. So. Unser Feld ist an der Reifke, jetzt sitze ich aber gerade im John Deere. Naja, ich stelle den mal hoch. Ja. Den hat man nämlich gemietet, den hoch. Ah, scheiße, jetzt haben wir die ganze Zeit die Miete von dem Bergmann-Ladewagen gezahlt. Nice. Haben wir wieder intelligent. Wir sind sehr intelligent. Aber wir haben auch ein bisschen Geld gekriegt, und zwar durch die Dings da. Wie heißen sie? Gewächshäuser. Genau. Sogar relativ viel, ey. Wir haben 5000 fast gekriegt. So. Ja, wir hatten vorher 800. Jetzt haben wir 5000. Ja, das ist doch recht lukrativ, die Gewächshäuser. Von dem her sollten wir da gleich nochmal Vorwärts-Rückwärts-Schaltung, wer kennt's nicht? Das heißt Wendeschaltung! Scheiß Autos. Geh's mal weg hier. Welches Feld erntest du zuerst? Die Dings da. Zwei. Ich hasse Dollywagen, ne? Hier mit Drehschemel, Alter, verdammt. Dann musst du einzeln machen. Ja, ja. Nein, stopp. Dann könnte man auch, wenn das Wasser befüllt ist, fahren wir ein bisschen zurück. Ach. Wo sind denn die Gewächshäuser? Oben, rechts oben, bei der Molkerei. Wenn das fertig ist, könnten wir da auch direkt, glaube ich, nochmal Mist hinfahren, weil da müsste inzwischen ja auch wieder was produziert sein. Wir haben ja zwischen den Folgen jetzt kurz gespult, damit das Feld an der Reife wird, dass wir auch was tun können. Sonst wäre es recht langweilig für euch und für uns. Wassereimer hinfahren. Was? Wassereimer? Wasser hinfahren. Ja, Wasser auf jeden Fall und danach dann irgendwann wieder Mist. Fahr ich jetzt Wasser hin. Ich stelle den Anhänger hier hin, warum noch? Und dann nehme ich den Bergmann-Ladewagen. Jo. Ladewagen kannst du gleich mit dem John Deere nutzen, wenn du willst. Nee. Wie sagt man, der Befehl gekauft hat kein Geld. Ist die Wahrheit. Gut. Jo, aber dann wird man heute mal ein bisschen wieder verdienen. Der Raps kommt ja instant in die Dieselproduktion. Gibt Diesel und Schweinefutter. Wo soll das Gras überhaupt hin? Heu, Lager. Ah. Dass wir einfach ein bisschen Heu auf Vorrat haben. Irgendwann wird man Mischfutter produzieren müssen oder wollen. Dann lupt das. So, ich vermute mal, ich komme nicht einmal außen rum mit dem Drescher. Dann muss halt zum Dings fahren. Ja, ich schau mal. Und da war auf der Assistenz kann ich nicht stehen. Weil ich auch sammeln. Ach, du sammelst das Gras, ist gut. Ja, komm, deswegen wollte ich den Bergmann laden haben. Na, ich guck mal, ob ich außen rum komme. Wenn ich Vorgewende schaffe, wäre ja perfekt. Ja. Heu wie Stroh. Ah, Stroh, krasses Ding. Wir nehmen heute Donnerstag auf, also gestern. Heute habe ich erste Nachricht gehört, schon wieder ein Drescher abgefackelt. Mitten auf dem Feld. Ist halt, bei uns haben die gestern oder vorgestern angefangen zu dreschen. Da habe ich zumindest nicht noch einen gesehen. Ach, hier bei Süddeutschland, da ist schon seit, keine Ahnung, 2 Wochen hin und wieder fangen sie an. Oder dreschen sie schon. Uiuiui. Also ich habe wie gesagt gestern oder vorgestern den ersten Drescher gesehen. Ja, im Norden ist da doch nochmal ein bisschen Unterschied, was jetzt Temperaturen angeht. Jo. Also wir haben hier unten schon wieder knapp 30 Grad. Will nicht. Und
Und ich vermute, das wird die nächsten Jahre noch viel, viel extremer. Na, wenn es immer noch extrem ist. Ich glaube, damit kann man extrem viel Geld machen, wenn man zumindest im Sommer, wenn man Lüftungs oder eine Kühlung baut. Ja. Und die verkauft. Klimaanlagen sind auf dem Vormarsch. Danke. Also ich habe schon vor etlichen Jahren gesagt, dass wir irgendwann, wahrscheinlich dauert es jetzt noch so 20, 30 Jahre, so Süditalien-Klima haben werden. Das ist wirklich safe. Da bin ich absolut sicher. Wo füllt man die Gewächshäuser denn auf? Wasser hinten dran, da ist so ein kleiner Tank. Und Mist bei jedem Gewächshaus? Jupp. Ja. Ach du Scheiße. Und Mist musste ins Gewächshaus reinfahren, rückwärts. Und durch den Kornschieber abladen, haben wir gemerkt, gell? Die Gefahr. Ach, uns gehören gar nicht alle, oder was? Doch. Doch. Aber vielleicht ist zum Teil noch voll. Oder schon voll. Du kaufst die Parzelle und dadurch hast du alle Gewächshäuser. Lol. So. Ah, einmal rum geht locker. Voll gut. Racex, wie viel Käse war denn da? 3, glaube ich. Okay. Ich habe das ja, in die Regale gepackt. Die Milch war, glaube ich, leer. Wir könnten mal kurz. Soll ich sonst kurz die Milch schaufeln? Ich guck mal gerade, was der Milchpreis ist. Der Käsepreis. Stimmt, 19 Uhr wird ja verkauft. Ja. Nice. 5000? Ja, verkaufen. Dann muss den kurz irgendjemand runterfahren. Ja, mach ich. Wo auch immer das steht. Ich mach die Zeit gerade mal auf 1, dass wir den Punkt nicht verpassen. Wo ist denn der? Degator? Ja. Also, ich sitze nicht drin. Ich auch nicht. Unten. Ja, ich hab auf der Karte geguckt. Ich weiß, wo er stand. Ja, ich weiß nicht, auch wo er ist. Das ist gut. Hast du gut zu früh gesagt. Super gemacht. Feiner Junge. So. Wie viel Milch haben wir denn? Ja, da müsste auch wieder was gehen. Moment. Oh, wer ist jetzt auf den Anhänger gerade nicht? Na, 1000. Ja. Das sind 10 Käse. Muss man nur, ja, bringt nur relativ was immer über Nacht, weil in der Nacht dann blockiert der Käse plötzlich. Ja. Und dann wird nicht mehr produziert. Ja. Ja, sorry. Gesundheit. Fängt schon wieder so an wie im RP. Habe ich mit jemandem gesprochen, dann habe ich gehustet, dann habe ich gemeint, ich werde, glaube ich, langsam krank. Das war ich, ja. Meine ich. War glaub, bei mir. Ich glaube auch. Also auf jeden Fall hat sie das mal gesagt, dass du krank wirst. Nee. Ja. Gut. Dann haben wir heute mal richtig Hochbetrieb hier auf der Hofbergmann. Wenn es euch gefällt, gerne unten Kommentar da lassen, Like, Abo, whatever. Würde mich freuen. Alles am besten. Exakt. Und schaut natürlich 16 Uhr beim RP vorbei. Am Montag wieder. Wir nehmen doch jetzt. Das ist die Freitagsfolge. Heute. Heute ist Freitag. Ach. Wir werden jetzt diese Woche 7 Folgen RP aufnehmen. Wer hat die Käse ohne Beschriftung ins Regal gelegt? ja, der das war wahrscheinlich. Nee, die Milch war, glaube ich, noch nicht. Ist nur einer, oder? Zwei. Okay.
Sonst dachte ich, wäre die Milch leer gewesen. Wir werden heute Abend natürlich wieder RP aufnehmen. Diese Woche mal 7 Folgen. Das heißt für euch, ab Montag kommt täglich eine Folge, auch am Wochenende. Und wir gucken mal, ob wir das hinkriegen, dass es wöchentlich dann 7 Folgen sind. Dann gibt es nonstop 7 Tage die Woche eben eine Folge RP bei mir und bei Jürgen RaceX. Um was willst du? 16 Uhr. Jo, auch 16. Und bei mir abends natürlich noch, wie gewohnt, 19 Uhr, die Hofbergmann. Was willst du? Was macht denn ihr da? Ja, ich weiß nicht. Ich belade den Käse und der frischt mir aber in die Hand. Verschwinden aus meinen Namen. Komm, ich spiel Käseweitwurf. Ist der Jürgen Rasek schon fertig mit Wasserfahren? Nein. Jo, Tigerfahren braucht doch das Dings. Alter! Nein, brauche ich nicht. Hast du einen Traktor? Nicht? Nee, das, was? Fahr! Okay. Ah, nee, Milch lohnt sich jetzt noch nicht, weil dann blockiert es heute, ne? Ich fahr los und fahr gegen die Mauer. Ja, hast du verdient. Du hast ja alles durcheinander gebracht. Voll Profi, ey. Ja, hallo, ich bin Bauhof. Ich darf das. Ja, genau. Und ich bin Händler, ich darf das auch, oder was? Ja. Theoretisch. Und Volker. Und der Volker ist Förster und du darfst es auch, oder was? Ja. Nee. Logisch. Ja, hey, wenn dann gleich der darf umfallen. Ja, das kann ich. Das kann er gut. Ey, das ist mir mit Pep noch nie passiert, Barone. Ja, das eine Mal hast du dich rausgerettet, wo du mit deinem Ford hier Weitsprung gemacht hast. Mhm. Das ist ja in meiner Folge aus, der fährt hier und dann fliegt er 20 Meter durch die Luft und überschlägt sich 60 Mal. Ey. Das war richtig heftig, ey. Ich bin nur durch so einen kleinen Hubel gefahren, der war richtig klein. Und auf einmal hebt das ganze Auto ab. Ich hab gedacht, was geht jetzt hier ab, ey. Ja, bei RP-technisch wäre ich ja eigentlich 6 Monate im Krankenhaus mit lediglich Kopf ist ganz. Und dann ab im Rollstuhl, ey. Hoffe ich natürlich niemanden. Oder wünsche ich natürlich niemanden. Ich auch nicht. Mein Beileid, wenn so ein irgendwas das passiert. Ah, wir müssen beide Felder abernten, gell? Feld 4 ist auch fertig. Ja. Okay, wie weit bist du mit dem Dings da? Käse? Ich fahre rüber. Oh, ja. Eier haben wir auch? Nein. Ja. Ich hab 2 in der Hose. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Das glaube ich nicht, dass du 2 in der Hose hast. Doch. Nee. Wo wenn bist du? Ist, dann, wenn das so ist, dann hast du keine Ehre. Hä? Muss man, glaube ich, nicht verstehen. Ja, entweder oder. Entweder Ehre oder Eier. Aber beides zugleich geht nicht. Willst du jetzt, dass ich schnüffel? Alter! Da hat er mir den Käse runtergeschmissen! Leute, ihr habt noch 22 Minuten. Ja, so ein Kappels. Ja, mach mal hin, ich will arbeiten und dann darf ich nicht, oder was? Mach mal hin, wir brauchen Geld. Ja, Jürgen hat deinen Job. Sag das RaceX! Der hat deinen Job übernommen. Ich glaube, der braucht auch mal eine Kündigung. Ja, dringend. Ich bin hier Wasser am Fahren, ne? Ganz gründlich. Ja, ganz gründlich gegen meinen Käsewagen gefahren. Ja, ich glaube, da war ich kurz Brain AFK. Ja. Diese Jugend von heute. Du bist jünger. Das wirkt mich nicht. Ihr seid beide die Jugend von heute. Ja. So, warte mal. Ich muss mal gerade durchzählen. Ich guck die ganze Zeit so auf mein Mikrofon und sehe auf mein Monitor. Und neben dem Monitor steht direkt das Mikrofon. Und ich denke mir so, warum kann ich es noch nicht benutzen? Tja. Pech gehabt. Habt ihr ja ein Lifehack genannt. Ja, muss ich ausprobieren. Mach ja.
Mach doch einfach jetzt, dann wirst du gewinnig. Na, jetzt ist Produktivität angesagt hier. Ja, Wasser fahren, hallo. Wasser und 1000 Mist haben wir noch. Bei den Kühen könnte man auch Wasser auffüllen dann. Seid ihr noch da? Verarschen sie mich. Ja, schon gut. Gerade die Kündigungen schreiben. Machen wir nächste Folge. Keiner hört mich mehr anscheinend. Hallo? Den Tiger. Ah, dich höre ich, ja. Siehst du gerade den Jürgen mal wieder? Was war gerade? Scheiße. Du? Hallo? Ja, jetzt scheint es wieder zu gehen. Ja, jetzt geht's wieder, hä? Hä? Bruder, ich dachte, ihr prankt mich. Aber ihr habt mich gehört, oder wie? Hä? Nö. Nö, ich hab gar keinen gehört. Hallo gefragt. Ich laber die ganze Zeit hier und höre gar keinen, ey. Ja, das war das Zeichen, dass die Folge zu Ende ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Dann bis dann alles und ciao. Tschüssi. Ciao.